Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch und wir spielen jetzt gemeinsam Crysis 3, den neuen DLC The Lost Island. Und ja, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Es gibt ja 4 neue Maps, die so auf Dschungel basiert sind, also nicht mehr in New York spielen. Kennt man ja aus Crysis 1 für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ist wirklich ein gutes Spiel, zu damaligen Zeit wirklich das Beste. Ja, und da schöner Wasserfall. Das sind zum Beispiel diese Merkmale auf dieser Karte und gleich den ersten Kill. Also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich hier eine Kill-Serie hinlegen, das ist meine erste Runde. Und ja, da liege ich lang. Ich habe Crysis schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und ja, was kann man zu dieser Map sagen? Die nennt sich Aufstieg. Ja, Klippen, Wasserfälle und irgendwelche kleinen Höhlen. Guckt euch mal das an. Sieht das nicht geil aus? Ja. Also das ist wirklich Crysis. Schöne Optik und sonstige Sachen. Erstmal Panzermodus rein. Muss erstmal gucken, welche Tasten ich drücken muss, weil ich habe ja mit meiner neuen Maus noch gar nicht Crysis gespielt. Und mit meiner Grafikkarte, die wollte ich eigentlich mal so ein bisschen vorstellen. Oh, ja, hier kriegt. Und hier sehe ich und den nächsten. Wow, das läuft richtig gut. Wollte ich eigentlich mal so ein kleines Preview machen über meine Grafikkarte. Aber ihr seht schon, die kriegt es ordentlich hin. Ja, ich wollte eigentlich warten mit diesem DLC und hab's eigentlich auch den Jim versprochen, hier eigentlich zu warten. Und ja, Jim, tut mir leid, ich konnte einfach nicht warten. Du warst ja weg auf Ibiza. Du bist schon wieder zurück und bist in die nächste Runde, quasi im Finale vom Padawan. Und deswegen nochmal Glückwunsch von meiner Seite. Und ich sehe dich schon als Gewinner. Und eigentlich wollten wir dann gemeinsam diesen DLC zulegen. Aber du siehst schon, Maximus kann einfach nicht warten und möchte sich hier, ja, einfach mal hier im Wasser vergnügen, die Eier abkühlen. Gut, wir spielen hier so einen komischen Modus, der nennt sich, verdammt. Rausch oder so. Ja, da hat jeder die gleichen Waffen. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es ein neuer Modus ist. Jeder hat die gleichen Waffen. So kommt es mir jetzt vor. Und die gleichen Voraussetzungen. Also gefällt mir bis jetzt ganz gut. Jetzt haben wir eine andere Waffe bekommen. Eine Reno-Waffe. Das ist einer der beiden neuen Waffen, die man dazu bekommen hat. Und die macht ja richtig Bums, aber halt nicht so weit. Es ist so eine Shotgun. Ja, es ist eine Shotgun. Und dann gibt es noch die Claw oder so, C-L-A-W, so nennt sie sich, also wie es ausgesprochen wird. Ja, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren rein. Und komm her, du Hund. Ja, und gleich tot. Ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, gerade wenn man Crysis schon lange nicht mehr gespielt hat. Und was ich aber gemerkt habe, es haben kaum Leute dieses DLC gekauft. Also ich habe richtig lange gesucht, bis ich einen Server, wirklich einen Server gefunden habe, der einigermaßen Ping hatte, wo auch Leute mitgemacht haben. Also jetzt, kann ich wirklich... Also, sorry, dass ich jetzt ein bisschen durch den Wind bin, aber es ist gar nicht mal so einfach reden und sprechen. Und jetzt habe ich schon wieder eine andere Waffe. Ja, ist ganz cool für Waffen hochleveln und es kommt so ein bisschen Team Deathmatch oder Deathmatch, dass man hier quasi gegen alle spielt und aber immer irgendwelche Waffen, dass es halt gleich ist und den nächsten gekillt. Und ja. Gut, da liege ich auch schon wieder am Boden. 6-5 oder was war es? Also es war jetzt so schnell für mich. Also egal. Wow. Aber gefällt mir ganz gut. Und vom Map-Design kann man es ganz ehrlich sagen, ist so wie die anderen Crysis-Maps. Also für Call of Duty-Spieler ist das doch wirklich mal ein Blick wert, weil die sind sehr klein verwinkelt. Und ich muss erstmal selber ein bisschen klarkommen. Und ja, es ist halt schade, dass kaum einer... Scheiße. Das ist halt... Schade, dass kaum jemand das spielt. Also ich wollte es gleich ausprobieren, wo das dann quasi frei war. War aber niemand oben und dann musste ich mir das jetzt am Freitag mal angucken und abends mal schnell eine Runde nach dem Kino mit meinem Kumpel Keks. Da haben wir uns, was haben wir uns angeguckt? Ach, hier diesen Zombie mit Brad Pitt, also diesen Film haben wir uns angeguckt. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mir mehr erwartet. Also da waren die letzten Filme von Batman für mich wesentlich interessanter. Oder Oblivion, das war ja auch, oh Gott, das war ja auch so ein schlechter Film von meiner Seite. Also Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, aber für mich sind so eine Filme wie Last Man Standing, also das ist für mich der absolute Kultfilm. Und den könnt ihr mir immer wieder angucken oder SimCity oder nicht dieses Spiel oder... Ja, ihr wisst schon, ja, wo alles schwarz-weiß und... Ja, tot.
Ach, ich sollte mal nicht ganz so viel reden. Also, ich will euch ein bisschen noch die Karte hier zeigen. Und ja, ich bin ganz schön am Arsch. Aber, oh je. Jetzt hat es ein bisschen Aussetzer gegeben. Oder? Kam es mir so vor? Ist egal, aber sieht doch richtig schön aus. Jetzt haben wir alle nur Pistole, ne? Was soll das werden? Tot. Aha. Ach, der hat gar nicht gezielt. Warum ist denn eine Waffe unten? Das kann durch die Videoaufnahme sein. Naja, gut, dann werde ich nächstes Mal auch nicht zielen. Einfach so aus der Hüfte rumsprayen. Vielleicht bringt's ja was. Denk, oh ja, das bringt was. Gar nicht so richtig zielen. Wow, cool, wa? Gut, mal weiter mit der ganzen Geschichte hier. Also, ich finde es schon mal richtig interessant, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ob man sich das wirklich kaufen sollte, muss wirklich jeder selber für sich entscheiden. Und für mich jetzt momentan muss ich sagen, ich würde warten, bis irgendwann mal ein Angebot ist. Jetzt sind wirklich keine Leute, die sich da gewillt sind, diesen DLC zu kaufen. Ich glaube auch kaum, dass da viele Leute diesen DLC kaufen werden. Vielleicht die Hardcore. Oh, jetzt habe ich ein richtiges Ding. Ja, und schon wieder tot. Ja, ich fehle hier unendlich und bin auf dem 11. Platz. Also müsste jetzt das Spiel zu Ende sein. Jetzt könnt ihr nochmal ja, die besten Szenen von mir sehen. Also ihr seht, ich bin auf dem 11. und die anderen rocken richtig los. Ja, das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick machen. Wenn ich mehr davon zeigen soll, die anderen Maps, dann sagt einfach Bescheid. Das war euer Maximus. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.